you willing. You know, shake up the feeling. So come on, the funk. Yo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu eurem Lieblingstag, nämlich dem Release-Tag der Bauhof Weber Hauptmap. Lange Rede, kurzer Sinn, der Download ist jetzt freigeschaltet, klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und downloadet euch die Map. Beachtet bitte, ich habe schon den besten Server gemietet, den ich bekommen konnte. Es kann passieren, dass der Server zu Beginn etwas überlastet ist. Deswegen kann es sein, dass ihr dann vorzeitig die Homepage crasht, was aber, denke ich mal, nicht passieren wird. Aber der Download könnte dann halt ziemlich langsam sein. Deswegen beachtet das bitte und versucht es, wenn, später nochmal neu. So, ja, in diesem Video zeige ich euch jetzt einmal alle wichtigen Orte, damit ihr dann auch letztendlich keine Fragen mehr habt. Ich bitte euch, das Video einmal komplett anzuschauen und es würde mich sehr freuen, wenn jeder, der sich das Video anschaut, dem Video einen Daumen nach oben gibt und einen Kommentar hinterlässt, weil euer Feedback ist sehr schön. Euer Feedback sorgt dafür, dass wir weiter motiviert sind und es freut uns wirklich, jede Nachricht zu lesen. Wir können leider nicht auf jede Nachricht antworten, aber ich versuche jetzt zum Beispiel alle Kommentare auch zu lesen und ich verteile auf jeden Fall auch Herzchen. Das bedeutet auch, ja, ich habe es auch gelesen und finde es auch gut und ja, gut, egal. So, also, hier ist der Händler. Das bedeutet, wenn ihr jetzt ein Fahrzeug kauft, wird das automatisch hier vorne hingebracht. Hier war ja ehemals das THW. Das THW-Symbol habe ich jetzt mal entfernt. Ihr könnt aber trotzdem hier irgendwelche Fahrzeuge unterstellen vom THW oder andersweitig nutzen. So ist das auf jeden Fall. So, dann. Der nächste Punkt ist, hier vorne ist so eine kleine Abkürzung zum Hauptsitz von Bauhof Weber. Hier vorne rechts ist auch noch so ein kleines Gebäude von Bauhof Weber, was aber jetzt einfach nur Dekoration ist. Das hat jetzt eigentlich gar keine Funktion. Dann habt ihr hier eine Halle, dort könnt ihr dann zum Beispiel Fahrzeuge unterstellen. Hier habt ihr eine große freie Fläche. Da vorne ist dann auch der Startpunkt. Ihr spawnt direkt hier vorne in die Halle. Und hier unten drunter ist eine Tiefgarage. Die öffnet ihr auch ganz einfach. Warte mal, ups. So. Die öffnet ihr nämlich mit Taste O und dann geht das Tor auf und dann passt das. So, genau. Ja, und dasselbe gilt dann auch für dieses Tor. Okay. Gut, dann fahren wir jetzt einmal hier weiter. Ich denke, die meisten wissen ja, was hier so auf der Map Schönes ist. Hier vorne links ist der Rasthof. Da könnt ihr dann auch tanken oder halt Rast machen. So, die Ampel ignorieren wir jetzt mal, weil wenn ich glaube, alles wirklich zeigen würde, dann wird das Video ein bisschen sehr lang. So, wir fahren jetzt erstmal nach hier unten. No. Warte mal, wir fahren nicht nach hier unten, weil wir machen erst da oben den Part und dann fahren wir weiter. Aber sonst fahren wir die ganze Zeit hin und her und so verplempern wir einfach nur Zeit. Also, ihr seht es jetzt. Wir fahren hier einfach mal geradeaus. Hier vorne rechts befindet sich die Feuerwache. Dort habt ihr genug Unterstellmöglichkeiten für eure Fahrzeuge. Auch hier öffnet ihr die Tore mit Taste O. So, dann habt ihr hier nochmal eine freie Fläche. Dort könnt ihr zum Beispiel platzierbare Gebäude hinbauen. Hier habt ihr einen Mercedes-Benz-Händler. Der ist aktuell nur Deko. Da hinten befindet sich noch eine Tankstelle und da hinten endet auch schon die Straße. Das wird in einem weiteren Update dann aber weiter fortgeführt, weil hier sind noch viele, viele freie Flächen, wofür wir noch Ideen haben, aber das haben wir jetzt zum Release noch nicht geschafft. Ja, der legendäre Baum, der auf der Straße steht. Ich war am überlegen, ob ich den wegmache, aber der ist so legendär, der muss einfach dort stehen bleiben. So, dann haben wir hier die Polizeistation. Und links seht ihr auch schon Müllsäcke. Die könnt ihr dann mit dem Müllwagen wegbringen. Und ich zeige euch jetzt einmal kurz, wo das hinkommt. Was cool ist, ich habe auch so ein paar Sachen auf der Map versteckt. Da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Suchen. Ist auf jeden Fall ganz cool. So. Ich fahre mal kurz zum Gebäude von Bauhof Weber. Hier vorne links habt ihr den Hauptsitz von Logistik Weber dahinter. Da hinten, Logistics Weber. Hier habt ihr eine Baustelle bezüglich einem Hausbau. Wenn ihr jetzt die Straße hier vorne links reinfahrt, kommt ihr zum... Wo kommt man denn da hin? Zum Hof müsste man kommen. Ja, ja, zum Bauernhof da oben kommt man dann. So, wir fahren jetzt aber hier rechts. Ein kleiner Hinweis noch, Freunde. Es gibt zwar eine Minimap, aber die bringt euch quasi nicht so viel, weil hier eine Minimap zu machen, das macht noch gar keinen Sinn, wenn wir die Map quasi ständig ändern. Also müssen wir die Minimap auch immer ändern. So, hier vorne links habt ihr auch nochmal so einen kleinen Parkplatz.
dann habt ihr hier eine Möglichkeit. Ihr könnt entweder rechts hier runterfahren. Die Brücke müssen wir noch ein bisschen anpassen. Das machen wir dann im nächsten Update. Und da vorne links geht es dann auch noch hoch zu einem weiteren Gebäude. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr... Gut, das wird ein etwas längerer Weg, aber wie ihr zumindest zur Mülldeponie kommt. Ihr fahrt jetzt entweder hier hoch oder halt über den Hof direkt. So, dann geht es hier vorne links rein. Hier ist nochmal eine Halle. Die könnt ihr dann ganz normal auch für irgendwas nutzen. Dann gibt es hier einen Waldweg. Der führt euch nämlich direkt zum Bauweber Shop, sagen wir es mal so. War ja früher erst der Firmensitz. So, und hinter diesem Shop befindet sich hier vorne, sag ich mal so, der Müllabladeplatz. Das bedeutet, wenn ihr jetzt den Müll weggebracht habt und ihr speichert das Spiel und startet dann den Landwirtschaftssimulator neu, weil ihr zum Beispiel gerade einkaufen müsst oder in der Schule, Arbeit oder was auch immer, dann ist diese Grube leer und die Müllsäcke sind wieder bei den Haushalten. Also die Haushalte stellen halt sehr häufig Müll raus. Da habt ihr dann auf jeden Fall auch mit den Müllfahrzeugen viel zu tun. Es gibt ein ganz paar Müllfahrzeuge, die auch funktionieren im Internet. Müsst ihr einfach mal schauen. Und wenn der Wunsch besteht, kann ich auch dementsprechend sowas mal verlinken. Bin ja sowieso dabei, jetzt die Map ein bisschen anzupassen. Die Homepage ein bisschen anzupassen bezüglich Mods, damit ihr nicht so viel suchen müsst und halt eine Empfehlung habt. Ja, hier vorne ist ein weiteres Feld. Dann haben wir hier eine Möglichkeit, hier fahren wir dann durch den Wald. Hier war das alte Sägewerk, da ist jetzt aktuell nichts. Hier wäre dann noch theoretisch ein Bauplatz. Und hier ist noch so ein kleiner leerer See. So, dann geht es hier oben einmal weiter. Dann könnt ihr einfach ganz normal durch den Wald fahren. Und das ist hier eigentlich perfekt für Forstwirtschaft. Weil zur Forstwirtschaft muss ich sagen, diese könnt ihr hier auch betreiben. Ihr habt zu Beginn 25.000 Euro Startkapital. Das ist natürlich nicht viel. Und Fahrzeuge, da haben wir uns gegen entschieden, Standardfahrzeuge hinzustellen. Weil die meisten werden sowieso mit Mods spielen. Das ist ja jetzt quasi eine reine Spaß-Map, wo ihr quasi Baustellen bedienen könnt und so weiter und so fort. Und deswegen braucht ihr halt schon Geld-Cheat. Das ist halt... machbar. Oder ihr mietet halt die ganzen Fahrzeuge und kümmert euch um den ganzen Wald, weil ihr habt ihr, keine Ahnung, mehr als 1000 Bäume, die ihr dann wegbringen könnt. Deswegen gut. So, ich fahre jetzt einfach mal kurz hier weiter. Also hier ist natürlich die Autobahn, die geht ja ganz normal über die Straße dort. So, hier links, da kommt dann das nächste. Hier könnt ihr Erde abbauen von dem Hügel. Also könnt ihr den Hügel ein bisschen freibaggern. Weil da wird dann demnächst wahrscheinlich auch noch was hinkommen. So, dann haben wir jetzt hier eine Neuerung. Die ist natürlich noch nicht fertig, aber die Grundzüge sind dafür auf jeden Fall schon mal gemacht. Weil viele wollten einen Flughafen haben. Hier habe ich jetzt einen Flughafen gebaut. Nicht wundern, dass es jetzt hier automatisch runtergeht. Da kommt so eine Unterführung her. Weil wenn jetzt ein LKW direkt neben der Landebahn rumfährt, ist das natürlich nicht so schön. So, zum Flughafen. Ja, er wird noch eingezäunt komplett. Deswegen sieht das jetzt auch noch nicht so fertig aus. Aber das Wichtigste ist eigentlich, wenn ihr irgendein Flugzeug habt, da gibt es ja auch gewisse Mods für, dann könnt ihr den Flughafen hier als Start- und Landebahn nutzen. Ist jetzt halt nur so ein ganz kleiner Flughafen, das war halt wichtig. So, hier haben wir noch Garagen und das kleine Häuschen, was hier vorne steht, das ist dann hinterher für den Flughafen. Das wird auf jeden Fall noch angepasst. Wenn ihr euch das Schiffsmodell runterladet, könnt ihr das auf jeden Fall hier vorne hinpacken und dann könnt ihr hier über den, ist kein See, über das Meer, auf jeden Fall zu dieser weiteren Insel fahren. Dort hinten ist eine Anlegestelle, dort könnt ihr dann auch auf die Insel selbst mit Fahrzeugen drauf fahren und da haben wir auch ein Gebäude, nämlich die Bauweber-Werkstatt. Dort ist dann die Inselwerkstatt und dann habt ihr noch so eine kleine Villa dort stehen und nochmal ein paar Bäume. Ist auch ein cooles Highlight, kann ich auf jeden Fall auch jedem mal empfehlen, dort vorbeizuschauen. So, dann fliegen wir mal weiter. Obwohl, das geht schneller, wollte schon sagen. Ja, hier unten die Straße, die führt letztendlich wieder zu dem Kreisverkehr, wo wir ja eben rauskamen. Die fahren wir jetzt einfach mal entlang. So, aber bitte nicht wundern, dass hier so ein paar Terrain-Sachen noch nicht so super duper aussehen. Wie gesagt, in Updates wird das auf jeden Fall kommen, weil diese Map werden wir auch updaten. Ich denke, das nächste Update wird dann auch das Gefängnis von Bauweber enthalten, weil in dieser Version haben wir es noch nicht eingebunden, weil wir uns erstmal auf so ein paar andere Sachen konzentriert haben. Deswegen, so hier oben auf der Baustelle habt ihr noch eine, auf der Autobahn habt ihr noch eine Baustelle, warte, da fahren wir auch mal kurz hin. Genau, dort, das erkläre ich euch mal am besten kurz. Ja, warte mal.
Ich hatte nämlich etwas Respekt vor dem Auto hier. So, gut, dass das langsam fährt. Also, ihr habt hier dann nochmal die Möglichkeit, auch Tiefbauarbeiten durchzuführen. Hier muss ich allerdings zu sagen, ihr könnt diese Baustelle noch nicht entfernen. Das werden wir, denke ich mal, für eins der nächsten Updates mit reinbringen. Oder wir lassen das so. Das ist eigentlich egal, was euch halt lieber gefällt. So, genau, dann fahren wir jetzt einmal hier runter. Wir wären jetzt theoretisch ja da hinten die Straße entlang gefahren. Aber da könnt ihr euch dann selbst mal ein bisschen beschäftigen und die Map einfach mal erkundigen. So, jetzt geht's nämlich zum nächsten Punkt. Also hier vorne, wie gesagt, das Wohngebiet und Logistics Weber. Wenn wir jetzt geradeaus über den Kreisverkehr fahren, zweite Ausfahrt, dann kommen wir hier zu einer der nächsten Baustellen. Dort habt ihr dann auch nochmal verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt hier einmal eine weitere Firma. Können wir auch mal kurz reinfahren. War klar, dass ich wieder Stoppschild umniete. So, ja, ihr könnt jetzt hier auch hochfahren. Habt dann hier nochmal Unterstellmöglichkeiten, wenn ihr zum Beispiel eine Konkurrenzfirma habt oder so. Wer hat denn da drin geparkt? Mensch, Mensch, Mensch. Wenn ihr jetzt eine Konkurrenzfirma habt oder Multiplayer auf der Map macht, was ich auf jeden Fall empfehlen kann und auch mit euch machen werde, da werde ich mal ab und zu einfach Livestreams mit euch machen, euch das natürlich vorher ankündigen, damit ihr euch auch die Mods runterladen könnt und so weiter und so fort. So, genau. Ja, ich stelle mich mal kurz hier hin. Warte mal, ich muss mal kurz GS Set, Set for 60... So, okay. Der Error hier kommt übrigens von einem Mod, den ich drin habe. Deswegen nicht wundern. So, ihr habt jetzt hier die Möglichkeit der Baustelle. Dort könnt ihr dann auch theoretisch hinterher mit dieser Fläche machen, was ihr wollt. Ihr habt hier eine großartige Fläche. Und wenn ihr die Baustelle fertig habt, dann könnt ihr das halt hier einmal so ändern. Und ich merke gerade, dass hier noch ein ganz, ganz kleiner Bug drin ist. Den werden wir dann auch in der nächsten Version einmal beheben. Aber der ist jetzt nicht so schlimm, weil ich meine, die Baustelle, bis ihr die abbauen könnt, dauert sowieso ein bisschen. So, wir fahren dann jetzt erstmal hier links vorbei, ehe wir dann hier rechts rumfahren. So. Kollege, danke. So, genau. Ja, jetzt kommen wir hier zu der Baustelle, die ihr schon aus meinen zwei letzten Videos kennt. Wir parken einfach mal kurz hier. So, also, ihr habt jetzt hier ein Gebäude. Und gut, ab und zu buggt das mit der Textur etwas. Das liegt halt am Landwirtschaftssimulator. So, ihr geht jetzt hier hin. Ich mach mal kurz hier alles an. Und steht jetzt hier Baustelleneinfahrt öffnen. Drückt ihr einmal den Knopf hier. Und dann habt ihr schon gesehen, ist hier super schnell eine Animation entstanden, die dafür gesorgt hat, dass ihr hier eine Fläche habt, welche ihr auch abbauen könnt. Den Bürgersteig, den habe ich jetzt schon im Vorfeld einmal entfernt. Das werde ich aber wahrscheinlich in der nächsten Version hinzufügen, damit das noch ein bisschen besser aussieht. Genau. So, ja. Und da könnt ihr dann auch Rohre verlegen und müsst halt ein bisschen arbeiten. Ja, hier habt ihr dann noch Häuser, die ihr dann auch letztendlich nutzen könnt. So, hier ist noch ein kleiner Fell mit dem Terrain. Aber das wird auch alles dann letztendlich noch behoben. So, hier vorne links ist ein wunderbares, wie soll man es denn nennen, warte mal. Achso, wir müssen es so öffnen, per Knopfdruck. So, hier ist ein Bauernhof. Ihr habt dann die Möglichkeit, euch einmal zu wiegen. So, wir wiegen jetzt nur 5 Tonnen, ist ja auch schon mal sehr gut. So, und dann habt ihr hier nochmal massive Unterstellmöglichkeiten. Ihr habt ein Silo, was ihr befüllen könnt. Das geht dann hier rüber. Oder ist das nur Deko? Ne, ich glaube, das ist nur Deko. Lol. Ja gut, dann könnt ihr das Silo nicht befüllen. Aber ihr könnt jetzt hier ein Silo hier machen. In der BGA. So, dann haben wir hier einen Waschplatz. Könnt ihr dann das Fahrzeug waschen. Und hier habt ihr dann auch noch eine Tankstelle, um euer Fahrzeug dann letztendlich aufzutanken. So, wir fahren einmal kurz wieder raus. Also Freunde, wie gesagt, diese Map ist jetzt nicht direkt für die Landwirtschaft geeignet, sondern hauptsächlich halt hier für Bauhofweber. Insbesondere auch dann für so Fernfahrten. Genau. So, ja, hier hinten habt ihr ein Autobahnkreuz. Da kommt ihr dann einmal hier rechts auf diese Straße. Nicht wundern, das Terrain hier wird auch im nächsten Update noch angepasst. Die Straße sieht jetzt auch noch nicht so perfekt aus. Aber reicht auf jeden Fall fürs Fahren. So, dann wenn ihr hier entlang fahrt,
kommt ihr letztendlich gleich zur Rettungswache, wo ihr dann insgesamt 3 Rettungswagen theoretisch unterstellen könnt. Oder halt euren kompletten Rettungsdienst, je nachdem, was ihr da habt. So, hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil wenn ihr zu schnell fahrt, kann es passieren, dass man hier aus der Kurve fliegt. Und das ist natürlich ein bisschen katastrophal. So. Okay. Ja, dann hier oben ist eine Brückensperrung. Das soll hinterher noch so gemacht werden, dass ihr die Brücke auch per Animation dort weiterbauen könnt. Müssen wir mal gucken. Ich bin da noch am Testen. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, dass man die Brücke irgendwie selbst bauen kann. Muss ich mal schauen, ob ich das hinbekomme. Weil im Landwirtschaftssimulator ist ja mittlerweile fast alles möglich. Es sind ja auch schon fast theoretisch so Maps möglich, die dann komplett abbaubar sind. Was natürlich auch nicht schlecht ist, ne? Weil da hatte ein Zuschauer einen Kommentar hinterlassen und ich habe mir das mal angeguckt und habe ein paar Möglichkeiten gefunden, wie das da machbar ist, aber dafür braucht man noch ein Skript. Aber das ist leider nicht öffentlich. So, genau, hier habt ihr dann das Deutsche Rote Kreuz. Dort könnt ihr dann letztendlich eure Fahrzeuge unterstellen. Und ein wichtiger Punkt, der jetzt hier kommt, ist einmal ja der Autohof, also nicht Autohof direkt, aber die Autobahnmeisterei. Hier habt ihr dann nochmal eine Halle, Unterstellmöglichkeiten. Dort könnt ihr dann auch Erde zwischenlagern. Das ist halt möglich. Hier habt ihr nochmal Garagen, also ihr habt hier massiv viele Unterstellmöglichkeiten. Und hier liegt auch noch ein bisschen Schildersalat und alles Mögliche. Das ist dann, sag ich mal, so das Lager dort aktuell. Genau. Ja, hier ist halt wieder die Autobahnauf- und Abfahrt. Da kommt ihr dann letztendlich zur nächsten Autobahnab- und Auffahrt. So, wir fahren jetzt einmal hierher. Hier geht es nämlich zum nächsten großen Punkt. Da haben wir jetzt auch 2 Möglichkeiten. Dazu muss ich jetzt sagen, wir hatten ja früher eine Brücke, die war auch bis vor kurzem noch da, aber die haben wir dann entfernt, einfach aus einem Grund. Da werden wir dann gleich mal kurz hinschwimmen, hinfliegen. Auf jeden Fall kommt ihr hier runter und dann könnt ihr da hinten hinfahren, weil da ist eine Sandgrube und dann erkläre ich euch mal kurz was dazu. So, da hinten habt ihr dann auch nochmal Felder. Hier werden wir aber demnächst noch eine Straße bauen. Ihr seht noch, da sind ein paar Leitplanken zwischengelagert. Die müssen wir natürlich auch im nächsten Update dann einmal wegmachen. Weil wenn man jetzt mal schaut, wir haben schon super viele Fehler behoben. Wir hatten, glaube ich, noch 1000 Fehler circa drin oder 500 Fehler. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele das waren. Und die haben wir, glaube ich, auf bis 10 Fehler behoben. So, Schiffe werden im nächsten Update wahrscheinlich auch hier fahren. Hier haben wir eine etwas größere Lagerhalle. Dort habt ihr dann auch Lagermöglichkeiten. Und jetzt kommen 2 sehr wichtige Bereiche. Ihr habt hier einmal den Hafen. Der dient hauptsächlich aber allerdings als Deko. Und wir haben jetzt hier links eine Möglichkeit, wo ihr auch letztendlich Geld verdienen könnt. Und zwar ist hier das Sägewerk. Deswegen habe ich auch das Video unter anderem gemacht, weil wenn ihr jetzt hier über die Map fahrt, überlegt ihr bestimmt, okay, was ist denn das überhaupt? Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, ihr fahrt bis hier vorne hin und kippt dann hier einmal ab. Und dann bekommt ihr anschließend auch Geld. Das klappt auch ganz gut. Warte mal, wir fällen mal kurz so einen kleinen Baum hier. Dann zeige ich euch das mal kurz. So. Ist ja eigentlich egal, wo wir ihn jetzt abschneiden. Okay, perfekt. Dann machen wir das hier auch nochmal kurz so. Gut, wir bekommen jetzt für das kleine Stückchen Holz nicht viel Geld, aber bevor wir jetzt hier erstmal mit großen Maschinen anrücken. So, warte mal. So, ich mach das mal kurz so. Ups. Ja gut, es ist schon irgendwie reingeflogen oder auch nicht, aber da stand auf jeden Fall, wir haben 78 Euro für das verkaufte Holz bekommen. Also ich würde mal sagen, es reicht, wenn ihr hier auf jeden Fall hinfahrt und dann die Bäume hier abkippt oder hier vorne schon abladen würdet. Das ist eigentlich egal. So könnt ihr auf jeden Fall auch viel Geld machen, weil ich meine, Bäume gibt es hier wohl genug. Genau, so. Ja, wie gesagt, das hier ist mehr so ein bisschen Dekoration. Müssen wir mal gucken, ob wir demnächst noch eine kleine Animation hier mit einbinden. Wäre vielleicht auch noch ganz cool. So, hierzu kann ich euch jetzt sagen, hier war ja die Brücke vorher. Die ist ja jetzt nicht mehr da. Und es kam halt die Nachfrage nach einem Sandlager. Hier haben wir ein Sandlager jetzt. Dort habt ihr super viel Sand, den ihr dann auch rausbaggern könnt.
Ich habe das extra noch so gelassen, damit ihr dann letztendlich euch hier so eine kleine Rampe selbst bauen könnt, weil das war auch ein Userwunsch, einfach so einen kleinen Sandkasten zu haben. Und deswegen habe ich das dann so einmal realisiert. So, wir kaufen uns nochmal kurz hier ein weiteres Fahrzeug. Beleuchtung, Ruhe, jo. Passt. Gut. So. Weil dann zeige ich euch jetzt einmal noch einen weiteren Teil dieser Map. Also es gibt super viel zu entdecken. Ich zeige euch jetzt gerade nur die wichtigsten Punkte und wie sie letztendlich dann auch funktionieren, um halt viele, viele Fragen zu vermeiden. Weil ich meine, es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn man etwas gerade ausprobieren will und man hat quasi die Gebrauchsanweisung nicht gelesen. Gut, hierbei ist jetzt, sage ich mal, der Vorteil, dass die Gebrauchsanweisung ein Video ist, was jetzt schon mehr als 20 Minuten geht. Aber ich empfehle es auf jeden Fall, auch bis zum Ende zu gucken. Weil so können einige Fragen auch direkt zu Beginn geklärt werden. So, wir fahren jetzt erstmal hier wieder einmal durch den Kreisverkehr, wobei wir hier mal kurz eine Abkürzung. Hier habt ihr wieder Felder, da hinten, wo es da hinten rechts entlang geht. Das kann ich euch auch nochmal zeigen, für die, die das Video vom vorherigen Tag nicht angeschaut haben. So. Okay. Dann fahren wir jetzt einmal hier hoch. Also hier vorne habt ihr auch nochmal, ja, wie soll man es nennen? Hier habt ihr auch nochmal zwei Häuser. Und hier habt ihr dann auch nochmal eine kleine Spielwiese. Also quasi so einen kleinen Steinbruch. Oder so eine Erdgrube, wo ihr dann, sag ich mal, entweder ihr bringt hier Erde hin oder baut sie dort ab. Weil Erde kann man immer gebrauchen. Wir haben es jetzt noch nicht eingebaut, dass man einen unendlichen Erdträger hat. Aber ich denke, das wird im nächsten Update dann auch kommen. Weil es gibt ja auch jemanden, der hat dann zum Beispiel, keine Ahnung, Bock, ein Riesenfeld mit Erde voll zu kippen. Und ja, warum nicht? Ja. So, genau, wir fahren dann jetzt einmal hier runter. Hier kommt ihr dann direkt zu einer Freizeitmöglichkeit. Hier habt ihr nämlich einen kleinen See. Und ja, ist auf jeden Fall ganz cool hier. Ist ein bisschen Deko. Kann man auch coole Screenshots machen. So, dann fahren wir einmal kurz weiter. Weil es gibt nämlich noch ein weiteres Missionssystem hier. Oder ah, nein! Oh Gott. Gut, haben wir geschafft. Es gibt nämlich noch eine weitere Missionsmöglichkeit. Also, wie ich auch schon in einem anderen Video gesagt habe, möchte ich das gerne so anpassen, dass ihr dann auch eine Textbox bekommt. So, also hier, wenn ihr jetzt hier hingeht, ihr seht es, Baustelle abbauen, da könnt ihr dann die Zäune und alles entfernen, wenn ihr letztendlich hinterher den Baum gefällt habt und die Erde von dem Erdrutsch beseitigt habt. Das müsst ihr auf jeden Fall machen, damit das hier auch weiterhin funktioniert. Und mir fällt gerade auf, Baustelleneinfahrt öffnen. So, genau. Dass wir das hier auch machen müssen. Ja, und ansonsten hier hinten ist jetzt noch nicht ganz so viel zu sehen. Hier haben wir jetzt noch einen ja, etwas großen Kreisverkehr. Und hier wird auf jeden Fall noch so einiges kommen. Wir fahren mal eben wieder hier entlang. So. Also wir haben ja auf jeden Fall echt viel zu entdecken, Freunde. Und warte mal, ich fahre mal kurz. Nee, hier fahre ich doch lieber nicht her. Sonst lande ich plötzlich irgendwo, wo ich nicht landen will. So, okay. Also ihr habt ja auch die Möglichkeit, hier vorne waren wir ja schon eben, habt ihr dann die Möglichkeit, auch geradeaus zu fahren, um dann auf die andere Spur letztendlich zu kommen. Aber wenn ihr noch weiter fahrt, dann landet ihr halt im Grün. Ganz da hinten ist noch eine Brücke zum Feld. So, dann fahren wir mal kurz hier entlang. Hier ist wichtig zu sagen, das da vorne ist extra so gemacht worden. Gut, hier ist jetzt auch eine andere Textur drauf, aber die Baustelle ist extra für die Zukunft hier schon mal eingerichtet worden, damit wir hier dann letztendlich auch irgendwelche Bauarbeiten auf der Autobahn durchführen können. Hier habt ihr nochmal eine großflächige Seefläche und dahinter befindet sich noch eine kleine unbewohnte Insel. Mal gucken, ob wir die noch ein bisschen umbauen, dass man da dann letztendlich auch irgendwas machen kann. Mal gucken. Was aber funktionieren sollte, ist, dass ihr die Insel vergrößern könnt.
das sollte funktionieren. Nur ihr braucht dafür am besten viele, viele Leute, die dabei mithelfen. Das wäre auch ein Multiplayer-Projekt, denke ich mal. Also, wer da Bock drauf hat, warum nicht? So, jetzt kommen wir dann auch schon zu einer weiteren Baustelle. Das war ja so die Anfangsbaustelle, die ich auf der Bauheber-Map gebaut habe. Oder eingerichtet habe. So, fahren wir mal kurz hier auf diese Seite. Und ihr seht auch hier schon, es gibt... Ah! Kollege! Ne, hat er nicht gemacht. Jetzt hängen wir hier in diesem Schild fest. Was ist das denn bitte? Ja. Fail? Gut, dann müssen wir das einmal per Flug machen. Also hier habt ihr dann einmal Sand, den ihr abbauen könnt. Hier habt ihr dann nur eine kleine Kuhle. Die aber mittlerweile auch zu ist. So. Ja, das ist jetzt hier so dieser Bereich. Also einfach so ein bisschen dekomäßig. So, dann dahinter ist wieder ein Teil vom Meer. So, ich würde jetzt ja gerne schneller fliegen, aber die Map ist halt riesig. Nicht wundern, dass ihr da vorne die Straßen nicht seht. Die sind aber da, keine Sorge. So, auf jeden Fall gibt es hier ganz hinten noch einen Rastplatz. Hier vorne habt ihr Feldmöglichkeiten und wiederum da vorne habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, dort Schwertransporte zwischen zu parken. Hier ist nochmal ein kleines Häuschen, also da habt ihr ein eigenes Haus, eine Villa, wo wir dann auch mal jetzt kurz runterfliegen können. Und dann haben wir das Video jetzt gleich auch geschafft. Wurden alle erstmal so wichtigen Punkte gezeigt, damit ihr auch wisst, wie das funktioniert. Also hier, klar, die Felder könnt ihr dann auch kaufen. Und hier ist dann letztendlich eure Villa. Das ist eine begehbare Villa, wie ihr es schon sehen könnt. Und ja, könnt ihr ein bisschen was angucken. Wir haben hier eine Mona Lisa hängen. Wir haben hier eine Küche, wo wir was kochen können. Wir haben auf jeden Fall so viele Sachen hier. Warte mal, wir klettern mal kurz diese Treppe hier hoch. Ihr habt hier einen schönen Balkon. Da können wir ins Zimmer gucken. Mal eine Mona Lisa. Hier haben wir unser Badezimmer. Hier war auch eine Toilette. Wurde abgespült. Was ist das denn da bitte? Das sieht aus wie Wasser. Ja, es wurde, glaube ich, abgespült. So. Da können wir nicht rein. Das ist abgeschlossen. Hier haben wir eine Schlafmöglichkeit. So. Jetzt sind wir schon im Dachstuhl fest. Hier haben wir auch Schlafmöglichkeiten. Also hier ist auf jeden Fall viel möglich. Und das ist ja schon mal ganz cool. So, komme ich jetzt ja auch hier runter, ohne irgendwie im Dachstuhl die ganze Zeit zu hängen? Ja, gut. Das ist auf jeden Fall unsere Villa. Mit 5 Garagen, also ist schon ordentlich. So, wenn wir diese Straße entlang fahren, das ist halt dieser Schleichweg, den ich euch da eben schon gezeigt habe. Der führt dann letztendlich bis ans Ende. Und nicht wundern, die Straße geht natürlich auch weiter. So, hier ist so mein Lieblingsrastplatz aktuell. Dort habt ihr 2 verschiedene Topics. Ihr habt einmal hier auf der linken Seite eine Polizeiwache, also eine Autobahnpolizei. Und hier vorne habt ihr dann den Rastplatz, den ich euch auch sehr empfehlen kann. Insbesondere für Multiplayer ist das cool. Ich glaube, hier werden wir dann auch mal eine Baustelle machen. Ich denke, das wird auf jeden Fall eine echt geile Zeit. Ja, und ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles gezeigt. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich und hoffe, dass auch jemand von euch das Video bis ans Ende geschaut hat. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit der Bauheber-Map. Es kann sein, dass sie nicht auf jedem PC läuft, aber das Problem ist halt, bei so einer riesen Map ist das nun mal so, dass diese viel Speicherplatz wegnimmt. Und deswegen bitte entpackt auch noch den Zusatzmod, den ihr euch runterladen müsst, weil andernfalls kann es halt passieren, dass die Map nicht reibungslos funktioniert, ne? Dann könnt ihr zum Beispiel keine Baustellen benutzen oder zum Beispiel das Haus dort nicht finden und so weiter und so fort. Das sind halt so Punkte, die ganz wichtig sind. Genau, ja, und wie gesagt, hier kommt dann noch ja, Schiffsverkehr rein, der dann per Animation auch hier entlang läuft. Oder entlang fährt, besser gesagt. Gut, ja, Freunde, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich für alles, was
was hier angeguckt wurde, für alles, was hier gemacht wurde. Nochmal ein riesen fettes Dankeschön auch an Dusty, der mir hier tatkräftig zur Seite stand und sehr, sehr viel auch umgesetzt hat. Er hat jetzt hier wirklich gute Arbeit noch geleistet, viele coole Sachen, wie zum Beispiel hier die Autobahnmeisterei realisiert. Und ja, ich kann einfach nur Danke sagen und hier oben, ja stimmt, kann ich auch nochmal kurz zeigen, weil wir ja sowieso gerade da sind. Hier oben ist dann dieser weitere Bauernhof, wo ihr dann auch nochmal dieses Silo habt und verschiedene Möglichkeiten. Gut, in diesem Sinne, bis dahin, lasst einen Daumen nach oben da und wer mich noch nicht abonniert habt, würde mich über ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis dahin, euer Benni.